Hallo und herzlich willkommen zur Meditation Lichtschutz aktivieren. In dieser Meditation reinigen wir dein Energiefeld von Fremdenergien oder emotionalen Anhaftungen anderer und stärken und schützen dein Licht, damit du deine Energie, deinen Power, dein Licht auch in herausfordernden Situationen leichter halten kannst. Außerdem ist diese Meditation die Vorbereitung auf den Online-Lichtretreat, der am 20.06. bis zum 24.06. stattfinden wird. Alle Informationen zum Lichtretreat findest du auf meiner Webseite. Ich packe dir den Link in die Shownotes bzw. unter das Video, wenn du auf YouTube unterwegs bist. Nun erlaube dir, drei bewusste Atemzüge über die Nase ein und über den Mund auszuatmen. Und in einen heiligen Raum einzutauchen. Und stell dir dazu vor, wie du mit jedem Atemzug einen heiligen Raum um dich herum erschaffst, der liebevoll und hochschwingend ist, der dich trägt und schützt, einhüllt wie eine warme, weiche, kuschelige Decke. Und während du nun deine Aufmerksamkeit immer mehr zu deinem Atem verschiebst und mit jedem Einatmen tiefer und tiefer in deine innere Welt eintauchst, kommst du gleichzeitig beim Ausatmen immer mehr bei dir an, in deinem Körper an. Wunderbar, genauso. Und erlaube dir nun, dir bewusst zu machen, dass du über die Spitze deines Kopfes mit deiner Seele, mit dem Universum, und mit der göttlichen Quelle verbunden bist. Und dass diese hochschwingende Energie immer durch die Spitze deines Kopfes, in der Mitte deines Körpers, an der Wirbelsäule, durch all deine Chakren, durch deinen Körper strömt. Bis zu deinem Becken und über dein Becken eine senkrechte Verbindung nach unten, einen halben Meter in die Erde rein, zu deinem Erdenstern und weiter tief über deinen Erdenstern senkrecht nach unten, wie eine Lichtwurzel. Dich mit Mutter Erde, mit dem Zentrum, mit dem Herz von Mutter Erde verbindet. Und erlaube dir nun mit den nächsten drei Atemzügen deine Aufmerksamkeit zu diesem Lichtstrom zu lenken, der durch dich fließt. Der dich nährt und der dich immer genau mit dieser Energiefrequenz versorgt, die du jetzt gerade brauchst.
entfernt sich mit jedem Atemzug die Energie in deinem Körper immer mehr ausdehnt und der heilige Raum um dich herum sich immer mehr ausdehnt. Tief mit Mutter Erde verankert wird, dein persönlicher heiliger Tempel. Erlaube dir, mit dem nächsten Atemzug in dein Herz zu gehen und deinen heiligen Herzraum in der Mitte deines Herzens zu betreten. Erlaube dir anzukommen bei deiner Seelenessenz, bei deinem heiligen Feuer, bei deinem Lichtbrunnen und erlaube dir hier das Bild vor deinem inneren Auge auftauchen zu lassen, das sich für dich stimmig anfühlt. Und während du nun mit dem nächsten Atemzug tiefer und tiefer in deinem heiligen Herzraum ankommst und in eine tiefe Verbindung mit deiner Seelenessenz gehst, öffnet sich in deinem heiligen Herzraum eine Tür und hinter dieser Tür kannst du einen Korridor, einen Lichtweg, eine Verbindung wahrnehmen, die dich wie magisch anzieht. Während du dich mit jedem Atemzug tiefer und tiefer in dein Seelenlicht hinein entspannst, machst du dich auf den Weg, schreitest durch diese Tür und betrittst diesen lichtvollen Korridor, der tiefes Vertrauen und Freude in dir aktiviert. Und während du diesen Lichtkorridor entlang marschierst, merkst du, dass du begleitet wirst, dass dich ein göttliches Lichtwesen zu einem heiligen Lichtkristalltempel im Inneren der Erde begleitet. Und bevor wir ins Allerheiligste dieses Kristalltempels gehen dürfen, empfängt dich Erzengel Saldavon an einer Tür, an einem Portal und bittet dich einzutreten und eine tiefe Reinigung zu genießen. Erlaube dir also nun mit dem nächsten Atemzug in diesen Vorraum des Lichtkristalltempels einzutreten, deinen Platz einzunehmen und innerlich mit einem klaren Ja zu erlauben,
dass alle Ebenen deines Seins feinstofflich und grobstofflich in der Tiefe gereinigt werden dürfen. Und erlaube dir nun, dich durchströmen zu lassen von dem reinigenden Licht von Erzengel Sandalphon, der dir hilft, die Göttin in dir, den Gott in dir zu erwecken und der die Basis für die Neugeburt deines Seelenpotenzials legt. Lass dich durchströmen von dieser wunderbaren, liebevollen und lichtvollen Energie, die jetzt nicht nur deinen physischen Körper, durchströmt, sondern auch deinen Energiekörper und deinen Lichtkörper. Atme tief ein, tief aus und erlaub dir jetzt alles loszulassen, was niedrig schwingend, was fremd ist und was dir nicht mehr dient. Und während dich dieses tiefe und intensive reinigende Licht durchströmt, gibt es für dich nichts zu tun, außer zu empfangen. Um dich zu freuen, dass du jetzt hier bist, dass du den Ruf deiner Seele vernommen hast. Lass uns nun mit dem nächsten Atemzug die reinigenden Hallen von diesem wunderbaren Lichtkristalltempel im Inneren der Erde verlassen und ins Allerheiligste eintreten. Und auch hier wartet wieder ein Lichtwesen mit seinen Helfern auf dich. Und sie öffnen die Tür für dich, bitten dich herein und sie strahlen dich so liebevoll an, voller Freude, dass du jetzt hier bist und bereit bist, dein Licht zu pflegen, zu lieben, zu nähren, zu schützen und dadurch dein Licht noch mehr an Kraft, an Strahlkraft, an Power zu verleihen. Trete also ein ins Allerheiligste dieses wunderbaren Lichttempels, der von Kristallen getragen ist, von Kristallen erbaut wurde und hochschwingende Energien des gesamten Universums trägt, hält, verankert. Und dieser heilige Raum wird von 12 Lichtsäulen getragen. Schau dich innerlich um. Nimm wahr, lass die
Informationen und Impulse einfach zu dir fließen. Oder auch nicht. Alles ist in Ordnung. Es gibt nichts zu tun. Und während du die heiligen Hallen des Kristalltempels betrittst und auch hier in der Mitte deinen Platz einnimmst, senkt sich ein dunkelblaues, schützendes, liebevolles, tragendes, haltendes Licht über dich, über deinen physischen Körper, über deinen Energiekörper und vor allem über deinen Lichtkörper. Dieses blaue, heilige Licht ist nicht einfach ein Schutzlicht, sondern dieses blaue, heilige Licht hilft dir dabei, unterstützt dich dabei, dem Licht in dir Kraft zu geben und dich klar abzugrenzen von niedrig schwingenden Energien, die dir nicht mehr gut tun. Und erlaube nun, diesen heiligen Schutzmantel, diesen heiligen blauen Schutzmantel, dieses wunderbare Geschenk anzunehmen. Und stell dir vor, wie sich dieser dunkelblaue, kristalline, diamantig schimmernde Lichtmantel über deinen Lichtkörper, über alle feinstofflichen und deinen grobstofflichen Körper legt und dich immer mehr erinnern lässt, dass du Schöpfer und Gestalter deines Lebens bist. Und während dieser blaue, kristalline Schutzmantel auf allen Ebenen deines Seins verankert wird, legt sich noch ein silbriges Licht außen drüber, wie kleine Spiegelchen, die nur das Reine, das Schöne und das Wahre, das Hochschwingende in dein Energiefeld, in dein Sein hineinströmen lässt. Und erlaube dir nun wahrzunehmen, wie angenehm es ist, wie liebevoll, wärmend, nährend und schützend dieser kristalline blaue Lichtmantel mit der silbernen Schicht außenrum, wie sich der anfühlt, wie sich der anschmiegt an dich und dir hilft, dein Licht von innen nach außen immer mehr kraftvoller scheinen zu lassen, zu stabilisieren, zu harmonisieren und wieder in die göttliche Ordnung zu bringen. Egal, was um dich herum passiert, egal, wie die Menschen um dich herum drauf sind, in welchen Emotionen, Themen, Dramen
sie sich verfangen haben. Dieser schützende Lichtmantel unterstützt dich enorm dabei, dein Licht, deine Schwingung und deine Energie hochzuhalten. Der größte Akt von Selbstliebe, den du dir selbst machen kannst. Atme tief ein, tief aus. Bedank dich bei diesen wunderbaren Lichtwesen, die dir nun dieses kraftvolle Geschenk im Allerheiligsten dieses Kristalltempels gemacht haben. Und wenn du soweit bist, erlaube dir, mit den nächsten drei Atemzügen den Rückweg anzutreten, das Allerheiligste zu verlassen. Den Vorraum, wo du zu Beginn die Reinigung erhalten hast, zu durchqueren. Und auch hier wartet wieder am Übergang, am Portal, Erzengel Sandalphon. Und auch hier verabschiede dich liebevoll von ihm. In dem Wissen, dass du jederzeit wieder zurückkommen kannst zur Reinigung, zum Lichtschutz aktivieren, reaktivieren oder einfach nur, weil es dir gut tut. Und dann komm mit dem nächsten Ein- und Ausatmen wieder in deinem heiligen Herzraum an. Spür nach, wie du dich jetzt fühlst, welche Erfahrung du jetzt gemacht hast. Was sich auch vielleicht in dir geöffnet hat und du erkannt hast. Dehn deine Präsenz mit dem nächsten Atemzug über deinen ganzen Körper aus. Folge vielleicht Bewegungsimpulsen. Streck dich. Atme. Komm wieder ganz im Hier und Jetzt an. Wenn du soweit bist, dann öffne wieder deine Augen. Die geistige Welt und mein Heilerteam rät dir, 7 Tage hintereinander mit dieser Lichtschutzaktivierung zu arbeiten. Und zwischendurch einfach, wenn dich die Lichtschutzaktivierung ruft, wenn dich der Kristalltempel ruft, diese Meditation wieder zu wiederholen, damit sich dein Licht immer tiefer und tiefer verankern kann und damit der Lichtschutz effektiv seine Arbeit machen kann. A
alles Liebe zu dir. Es war ganz wunderbar, dass du jetzt mit dabei warst. Und ich freue mich sehr, wenn du in den Kommentaren auf meinem YouTube-Kanal teilst, mit uns teilst. Durch das verstärkt sich nämlich die Energie nochmal, was du erlebt hast und wie sich dein Lichtschutz, dein liebevoller Lichtschutz anfühlt für dich. Alles Liebe und bis dann. Tschüss, deine Michaela.